Moin und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute geht es einmal um MIUI 7 auf dem Nexus 5. Und ja, starten wir das ganze Gerät erstmal. Also gleich kommt der MIUI Boot Screen. Die ROM habe ich jetzt schon mal ein bisschen angetestet. Sie läuft sehr, sehr gut. Ist aber leider auf der Basis von 4.4.4. Ja, Download-Links zu der ROM sind in der Beschreibung. Jo, jetzt haben wir es gesehen, wie schnell die ROM gebootet hat. Machen wir hier einmal die, ne, Displayhelligkeit runter. So, jetzt hat das runtergeregelt. Und ja, fangen wir einmal an. Hier haben wir den Lockscreen, den können wir hochschieben. Also müssen wir hochschieben. Dann haben wir hier so eine schöne Animation. Leider ist das hier unten schwarz. Hier haben wir so gesehen einen iOS-Style. Die ROM gibt es jetzt nicht schon seit gestern, also manche kennen sie, manche nicht. Deswegen zeige ich es dir nochmal. Gehen wir mal in die Einstellungen. Ja, hier haben wir das einmal 4.4.4 KitKat, leider. Ja, zeigt uns hier gleich den Arbeitsspeicher an, welchen CPU wir haben und die MIUI-Version. Hier können wir dann später, hier ist der App Drawer, also wo wir dann die Apps löschen können. Zack. Und hat uns da gleich den RAM noch mit angezeigt. So, Hintergründe haben wir natürlich auch, Effekte haben wir natürlich auch, wie wir das haben wollen. Zum Beispiel hier die Übergänge. Machen wir zum Beispiel mal den hier. Gehen wir auf zurück. Und jetzt wechselt sich das schön. Ja. Die Kamera ist leider die originale geblieben. Sonst aber die Qualität ändert sich ja nicht. Dann haben wir zum Beispiel, wo haben wir das? Der Kalender ist halt komplett gethemt, also ist wirklich alles von MIUI, Notizen. Ist nicht das normale wie bei dem Stock Android. Dann einmal die Uhr zum Beispiel. Haben wir hier den Wecker. Die normale Uhr hier zeigt, hier sieht man das auch, die ist sehr, sehr schön animiert. Läuft auch alles sehr, sehr gut. Und ja, man sieht jetzt ja auch, die Animationen sind ja sehr, sehr schick gehalten. Hintergründe haben wir hier eine schöne Auswahl. Hier können wir dann nochmal in unsere Dateimanager oder Fotos gehen. Ja. Sonst Widgets können wir natürlich auch hinzufügen. Hier haben wir auch noch ein paar, zum Beispiel Galerie, Musik. Ziehen wir uns das hier mal drauf. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel mal unser Musik-Widget. Können wir auch abspielen. Man sieht auch gleich schön, das Bild hat sich geändert. Ja, lauter, leiser. Sehen wir hier schön, das ist auch schön animiert. Also, wer iOS mag, der kann wirklich zu der ROM greifen, die ist sehr schön, gibt keine Nachteile und ja, hat auch keine Bugs. Und ja, ich würde mal sagen, like und abonniert mein Video, meinen Kanal und ja, bis zum nächsten Mal.